Das ist köstlich und es ist voll witzig, mit diesen Zauberstäbchen zu essen. Oh, und Kekse gibt's auch noch. Total eklige Füllung. Das sind chinesische Glückskekse. Sie verfügen über die magische Kraft der Weissagung. Eine Freundin wird dir ein Lächeln schenken. Wow, echt süß. Siehst du, Glückskekse wissen alles. Nein, das kann gar nicht sein. Denke positiv und dir wird das Glück begegnen. Oh, noch mehr Kekse! Die sind schon alt. Her damit! Seltsames Kind. Wow, Star, dir ist wirklich das Glück begegnet. Ist es. Ich bin ja so glücklich. Bisherige Berufserfahrung? Null. Keiner war so blöd, mich einzustellen. Wie Schwächen? Ich habe keine Schwächen. Wie ich mit Druck klarkomme? Super. Ist das so? Ja, wieso? Hat jemand was gesagt? Ich ertrag das einfach nicht mehr. Diese Idioten sind ja noch dümmer als ihr Idioten. Westmionisches Sumpfwasser oder trinken Sie nur Flaschenwasser? Heute ist alles egal. Erzählen Sie es mir. Oh, ich sag Ihnen, es ist einfach... Ich bin nämlich hinter dem Zauberstab von so einem Teenager her. Schwerer zu klauen als gedacht. Moment mal! Wie kommen Sie hierher? Hab mich selbst reingelassen. Wann? Nachdem Sie mich eingestellt haben. Ich hab Sie eingestellt? Ich bin einverstanden. Ausgezeichnet! Oh, ihr Weisen und machtvollen Kekse. Lasst mir eure zuckrigen Prophezeiungen zuteil werden. Ah, hab dich reingelegt. Glückskekse sind gar nicht magisch. Diese Zettel stecken Arbeiter in der Fabrik rein. Als nächstes erzählst du mir, dass so auch der Schnee in die Schneekugeln kommt. Sowas geht klar nur mit schwarzer Magie. Ich mein's ernst. Die Sprüche sind so vage, dass du sonst was reinlesen kannst. Du wirst demnächst unerwarteten Besuch bekommen. Siehst du, hier ist aber keiner. Also, wer hat Lust auf Nachos? Habe ich hier was von Nachos gehört? Ah, hallihallo, mein lieber unerwarteter Besuch. Ferguson, Star glaubt, Glückskekse wären magisch. Würdest dir das bitte ausreden? Wow, Mann, wow, Glückskekse sind magisch. Ich hab mal einen Taxi gefunden. Und in der Nacht ist mir mein Krafttier erschienen. Es war ein Wolf. Wieso bist du plötzlich ein Magieverderber? Greife nach den Sternen und erfülle dir deinen Traum. Beim fliegenden Einhorn. Ich habe immer davon geträumt, hier ein Dachfenster zu haben. Diesen Glückskeksen blind zu vertrauen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Kannst du mir mal aufhelfen? Ja,